Test, Test. Klar. Ja, Hallöchen, herzlich willkommen. Erstmal wieder Mittwoch, erstmal wieder Assassin's Creed. Hat sich nicht viel geändert, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, was ist das? Ist das ein PogChamp oder ja, ist ein PogChamp. Interessant. Hätte jetzt auch nicht erwartet. Ich hoffe, man hört mich. Man sollte mich aber hören. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Der ist ein PogChamp oder nicht? Sieht aus wie irgendeine Echse, Komodowaran oder sowas, aber ich sehe das auch nur auf einem, keine Ahnung, 20 Zoll Monitor aus 3 Meter Entfernung. Also so richtig gut sehe ich das nicht. Aber ja, heute mal ohne Kamera. Ich habe es angekündigt. Mein hübsches Gesicht gibt es heute leider nicht zu sehen. Kamera ist schon im Büro, weil morgen der große Tag ist und ich da nicht die dusselige Webcam vom Laptop haben möchte. Aber dafür mit neuem Headset. Also, falls ihr Kommentare zum Sound habt. Nee, das ist keine Schnecke. Das ist keine Schnecke. Das ist keine Schlange. Das ist definitiv. Wieso nicht Spam? Doch, klar. Also, ich hatte das letztens verändert. Ich glaube, man kann 10 mindestens raushauen. So. Aber noch mal kurz zurück. Hier irgendwas auf dem Weg? Nee. Ich würde gerne noch den Synchro-Punkt machen. Da gehen wir mal zu Fuß hin. In der Hoffnung, dass sich das lohnt, ne? Ich glaube, wir werden auf dem Weg nicht besonders viel mitnehmen. Ich merke die großen Städte ehrlicherweise nicht. Ja, also das. Da habe ich ja angenommen, dass der Sound ein bisschen anders klingt, ist die Frage, ob er gut klingt. Ich kann das jetzt nicht so richtig gut hören. Ich habe das Headset gestern bekommen. Ist ja auch gestern rausgekommen. Das neue Microsoft Wireless Xbox Headset. Whatever. Und hatte das gestern schon mal verwendet über Discord. Da habe ich ein persönliches Stream bekommen. Und habe da aber das Mikrofon nicht eingesetzt, weil der Computer über Bluetooth das Mikrofon nicht mochte. Was vielleicht damit zusammenhing, dass ich das Mikro an- und ausgemacht habe beim Bluetooth-Pairing, aber kann auch nur meins sein. Okay, ist nicht so gut wie sonst. Das war auch meine Vermutung, ehrlicherweise, dass das nicht so sexy ist. Aber es ist halt. Das ist halt Bluetooth für 100 Mark. Der Stream war mega krass, ohne Spaß. Subnautica, keine Ahnung, 6 von 10, Stream 10 von 10. Was sage ich? 5 von 7 war der Stream. Absolute Empfehlung. Absolut bombastisch. Selten sowas, so gutes Gameplay auch gesehen. Also ist die Vermutung, dass es bei meinem alten Razer-Headset das weniger gekostet hat, aber angenehmer ist. Okay, cool. So, die können hier gar nichts zu blöffen. Ach, wieso? PogChamp bei PogChamp und Brautkleid bei Brautkleid.
I should be cautious around here. Oh, cool. Hier sind Dudes. Oh, hier sind eine Menge Dudes. Guck mal. Isurium Altburg. Cool. Okay, hier oben ist keiner. Ja, dann können die nicht. Nicht genau das, was ich möchte, aber ja, machen wir ihn erstmal. Okay, ihn machen wir. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ah, er. Okay, sind hier noch irgendwelche anderen Dudes? Sieht eher nicht so aus, ne? Dann snacken wir ihn gleich mal Overwatch hinweg. Ich weiß nicht, was das soll. Naja. Weiß ich nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat. Fand ich jetzt nicht so, aber ist auch nur meine Meinung. Die anderen kommen doch, glaube ich. Hoffe ich. Lisa meinte, sie ist heute wieder ein bisschen verspätet. Fast pünktlich, hat sie gesagt, kommt sie. Und May habe ich schon. Tungsten. Ja, auch Bescheid gehört. Also wir können jetzt ja erstmal. Ja. Achso, den Schlüssel muss ich noch gucken. Ist ein guter Duo. Wir müssen ja auch mal ein bisschen was abkönnen. Ich kann ja nicht jedes Mal umfallen direkt, wenn ich sage, Mensch, ich würde gerne, dass ihr umfallt. Waren es zwei unterschiedliche Schlangen? Warum habe ich keine Schlange bekommen? Ach ja. Wie ist es denn bei dir arbeitstechnisch weitergegangen? Ist es immer noch Chaos, in dem du versuchst dich vernünftig zu, vernünftig zu orientieren, oder wird es langsam besser? Oh, und Titan, das ist doch Shane, das ist doch genau so von wie das Robin. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dafür wäre es tatsächlich günstig, einen Streaming-PC zu haben. Mit dem ich den Stream mache. Ja. Zwei gute Hiwis, was ist das? Bachelor? Ah ne, das sind ja Mediziner wahrscheinlich, oder? Oder was kriegt ihr da für Leute, die da bei euch arbeiten? Ja. Also Discord könnte man machen, aber ich glaube, da muss ich definitiv über den Streaming-PC gehen. Ich habe mich mal heute auf Arbeit für 5 Minuten hinreißen lassen. Hab gesagt, ah, guckst du mal. Aber, ja. Ich glaube, mit dem, was ich gerne... MedizinerInnen? Entschuldigung. Mit dem, was ich gerne als für meinen PC hätte, bin ich definitiv über, also mit Monitor über 2,5 Steine und das ist schon auch teuer. Also da muss ich schon ein paar Monate für sparen eigentlich. Aber ich will jetzt gar nicht für sparen. Eigentlich wollte ich es schon gemacht haben, aber halt nicht. Wird immer nicht so einfach. Sind das die, sind die MedizinerInnen noch früh im Studium oder ist das sind die schon fortgeschritten und können tatsächlich mit dem was anfangen? Ja, das geht ja, oder? Das Ding ist, ich keine Ahnung. Ich würd ungern unter 2070 gehen und ich hätte gern 32 GB. Ich hätte gern eine schnelle SSD und das nicht nur als
für ein Startup, sondern halt wirklich möglich. Wo man vielleicht auch mal ach komm, gib mir doch die Chance, ey. Lots of hungry fish here. Ist da jetzt auch einer, der da hin will, oder? Ja, okay, hat nicht geklappt. Ja, aber dafür hast du doch nicht 800 Euro ausgegeben. Oder hast du eine, also du hast wahrscheinlich keine NVMe, oder? SSD, also weil da... Wie viel Gigaspitz RAM hast du? Look at the fish. It's beautiful. Oh, ein großer Salmon. Okay, gut. Quitten wir das mal. Ich habe ein bisschen Vermutung, dass es irgendwo drin ist und dass wir, ja, genau, hier kommen wir nicht. Hier kommen wir nicht dazu. Ach so! Ja gut, das erklärt einiges. Nee? Ob wir gleich eine Wasserleiche rausholen müssen? Ja. Und ich habe halt im Augenblick auf meinem, in meinem Laptop habe ich sechzehn Gigaspitz. Und da merke ich tatsächlich ab und an mal, dass das nicht hundertprozentig vernünftig ist. Okay, müssen wir jetzt die Kinder davon überzeugen, dass der Vater tot ist? Ja, das wird ein Spaß werden. Ja. Und das ist in etwa auch das, worauf es bei mir hinausläuft. Aber okay, die Kinder sind gerade da. Ja, Arbeitsspeicher ist nicht günstig, aber der ist halt auch ein bisschen wichtig. Und ich würde gern, wenn ich wirklich streame, das auch so haben, dass ich da kein Bottleneck habe. Was ist denn das für eine Grafikkarte? Yes. Take this bracelet, your father's sword. By rights it's yours. Eine Excel-Datei gemacht? Thank you, brave traveler. We knew you would find it. Kennt sie creepy aus. And what about the father? Did you find him? Oh. Okay, Servus, sag mal, Bürgermeier, sag mal eins oder zwei. A beer bit, bear bit news. Ist eins, lie. Ist Option zwei. Ja. Die ROG-Sachen von Asus sind echt fett. So, also da bist du definitiv Richtung Gaming gegangen. Aber ich glaube, zu der Zeit war das halt einfach nicht mehr. I saw no one. It might be that he went to find food. Where's the rest of your family? Mother got sick and never got better. And now she is under the ground. There is no one else. Die sieht aus wie die eine von Game of Thrones. Father, sister, and Jorvik. Sell that trinket for food. Then travel to Yond. Your father would wish that. Ach ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Aber ich würde auch Vorträge darüber halten. Okay.
Ich kenne die Leute von Game of Thrones nicht. Oh, nice. Ich wusste gar nicht, dass es noch coole neue Sachen gibt. Loot the Food. Warte mal, das heißt ja dann auch, dass wir noch eine rote Option haben, die wir offen haben. Dann nehmen wir die doch als erstes. Blieb, blieb, blieb. Ja, ob Lieben gut ist, ist immer so die Frage. Ob das tatsächlich quasi immer schlecht ist oder ob es nicht gute Situationen gibt zu lügen. Ich glaube, da kann man sich auch gerne. Gerne und viel drüber halten. Gruselig mit den Kindern. Naja. Der Prozessor, also bei. Weiß ich nicht. Prozessor, da würde ich tatsächlich auch drauf setzen, ein bisschen was Sattelfestes zu holen. Hier irgendwie Tendenz Richtung Ryzen. Dazu kommt dann auch noch eine Streaming-Karte dazu und da würde ich dann halt auch die Elgato 4K-Variante nehmen. Schnicks. Ah, das sieht schön aus. Ja, wie viele Kerne ist eine gute Frage. Ich glaube mindestens 8, oder? Das ist also meine Tendenz. Ich glaube, ich könnte halt einfach einen kompetenten Gaming-PC ohne 144 Hertz Monitor zusammenstellen. Ich könnte da easy bei 1000 und weniger herumkommen und könnte wahrscheinlich genauso gut streamen. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, tatsächlich dann gleich richtig zu machen. Weißt du? Auch wenn es nicht vernünftig ist. Was machen die Hiwis bei euch? Schönen guten Abend, liebe May. Wir sind hier gerade voll dabei. Hier. Was für Präferenzen bei Gaming-PCs haben. Ein Eck von einer Viewport. Ja, denn für mich wäre es tatsächlich dann die Variante, also mit einem wenn ich mir einen stationären PC hole, entferne ich mich mit dem PC definitiv vom Arbeiten. Mein Laptop würde ich dann immer noch, könnte ich dann immer noch. Okay, das sind immer meine Kinder. Der wäre für mich weiterhin die Arbeitsvariante. Weil der mit den 16 Gig tatsächlich auch. Das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Das funktioniert ganz gut. Mit dem kann ich SPSS noch schubsen und so ein paar andere Sachen machen, ohne dass ich jetzt große Probleme habe. Wobei heute merkwürdigerweise mein Browser angefangen hat, rumzuspinnen. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt wirklich investiert, dass 5 Jahre tatsächlich nicht viel ist. Dann tauschst du vielleicht irgendwann mal 2 Riegel aus, weil dir der Arbeitsspeicher flöten geht oder sowas. Aber letztendlich machst du da nicht richtig viel. Machst du nicht richtig viel falsch mit, ja. Hier ist gar nichts, nee. Tote Hose. Ich kann mal in die Richtung reiten. Naja. Ich glaube, mein Problem ist auch, dass ich mich im Augenblick ohne Not zu sehr, oder in den letzten anderthalb Jahren zu sehr mit so ganz High-End RTX 3080 und Ryzen 9 Threadripper-Scheiß beschäftigt habe, ohne dass ich da wirklich Verwendung für hatte. Und jetzt heißt es meine Vorstellung, also PC hat 32 Kerne, 64 MB RAM und die Evo 79 2 TB, falls es das gibt.
Und darunter fängt man gar nicht erst an zu bauen. Und ich glaube, da habe ich mir selber so ein bisschen Kopf mit kaputt gemacht. Man verliert dann so ein bisschen den Anschluss an die Realität, ja. Okay, cool. Also sieht nicht so aus, als ob wir hier noch irgendeinen Synchro-Punkt haben. Naja. Von daher wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich hier irgendwann mal selber einfange und dann irgendwie 2070 vielleicht 16 GB von Arbeitsspeicher, den man vielleicht dann auch mal auf, wenn 4 Steckplätze drin sind, mit 2 Regeln auf 32 erhöhen kann. Das ist dann zwar nicht die ultra krasse Variante, aber trotzdem sowas wie eine Update-Perspektive. Und ja, da wird nichts mehr groß sein, denke ich in die Richtung. Aber ja. Hatte ich jetzt, ich hatte schon gefragt, was die SHKs bei euch machen müssen, oder? Ich finde immer sowas faszinierend. Also unsere studentische Hilfskraft. Immer mal so ein bisschen auf und ab, was die Qualität der Arbeit angeht. Oh, das war mal ein Aquädukt. Okay, hier ist definitiv nichts mehr. Magnus Hofes. Okay, dann gehen wir noch mal hier hin. Oh, okay. Weißt du, was das Blöde ist, wenn man hier den Chat hat? Also nicht, dass der Chat blöde wäre per se. Aber was ein bisschen schade ist, ist, dass ich, wenn hier ein Link gepostet wird, ich dann nicht nochmal auf diesen Link klicken kann, außer ich suche die Stelle im Stream und finde die dann. Oh cool. Ich glaube, wir machen gleich nochmal ein Rätsel. Überrascht sind, mich hier zu sehen. Das war doch das hier, oder? Ja. Ach ja. Ich muss morgen das erste Mal so semi einen Vortrag im Zoom halten und bin nur gar nicht begeistert davon. Und ich habe nur irgendwie 5 Minuten, aber. Find's nicht angenehm. Oh, fängt sie schon wieder an, ihre Brechgeräusche zu machen, die gute. Bin ich auch kein Fan von. Okay, wie viel haben wir? Wir brauchen noch 3 und dann können wir alles fürs Vortragen. Wenn du gute Tipps hast, die darüber hinausgehen, dass ich charmant sein soll, weil das bin ich schon, dann immer gerne. Oh, das hat sich aber gefährlich an. Explorieren wir mal diese Anomalie. Anomaly number 7, if I'm counting right. You are. Just a few more to go. 10 in total. 10? Okay, I can do 10. Does the Animus give achievements for stuff like this? Sorry, does it what? Forget it. War das gerade so eine Art Meta-Kommentar? Ob es Achievements gibt? Okay, ich glaube, hier werden wir ein bisschen länger dazu bringen als beim letzten. Okay, schnell sein. An der schnelle Stelle.
Lampshading? Was meinst du mit Lampshading? Okay, beweg dich mal. Okay, sehr gut. Was ist denn hier los, ey? Kann er gar nicht hochklettern. Warum kann ich denn nicht hochklettern? Okay, gut. Kommen wir da irgendwie hin? Ah, okay. Wieder was gelernt. Ja, da kann man bestimmt was verschieben. Das funktioniert nicht. Das wollen wir nicht. Warte mal, das bewegt sich ja. Ach, keine Ahnung, versuchen wir es nochmal. Ja, das ist ein guter Hinweis, lieber Bürgermeister. Kann mal einer Ausrufungszeichen Kickstarter in Chat hauen? Ich krieg's nicht hin. Warum bewegt sie sich denn nicht? Das ist alles irgendwie jank heute. Kickstarter ist auf jeden Fall live. Sind jetzt bei 9. Entspannten bisschen über 8000 Dollar. 299 Leute waren, glaube ich, dabei. Aber ja. Noch sind es, ich glaube, 44 Stunden etwa.
bisschen weniger. Ja, was mache ich denn da? Ich bin vollkommen durchgepeitscht. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Zeit, wie ich brauche, um dieses Rätsel zu lösen. Und ich bin auch noch meilenweit davon entfernt, dass es gut ist. Okay. Ich kann gerade in alle Richtungen drehen, aber es passiert nichts. Du kannst Gladiator zitieren, den Russell Crowe Gladiator-Film, oder? Also. Nur, dass ich das nicht, verdudle. Okay. Wo wollen wir den haben? Den wollen wir. Genau, den wollen wir vielleicht in die Richtung haben. Gut. Okay, langsam kriege ich ein Gefühl dafür, wo es hingeht. Einen setzen wir noch. Hattet ihr, also als richtige Geschichtsnerds bei dir in der Klasse? Oh Gott im Himmel, ey. Hier müssen wir hoch, dann müssen wir da hinten noch hin, um das hier noch zu verändern. Genau. Hallo, liebe Lisa. Was ist denn passiert? Was war denn los? Hängen ist eine gute Idee. Tut mir leid, ich dachte, ich mache es ein bisschen entspannter heute. Aber. Meine mangelnde oder meine schwindende Denkleistung. Nein! Macht ein bisschen schwer. Also der Kunde hat studiert, hat aber gleichzeitig die Ware bekommen. Okay, sind das auch so nett aus. Nein, ich war doch gut dabei. Also hat der Kollege aus dem See storniert oder was hat er gemacht? Mein Gesicht ist nicht da. Ich habe morgen ganz, ganz wichtigen Termin auf Arbeit. Ich habe die private Kamera davon mitgenommen. Damit die Leute nicht glauben, dass ich wirklich so hässlich bin wie meine. Okay.
hätte gar nicht laufen müssen. Komme ich da überhaupt hin? Wow. Ne, meine Laptop-Kamera von meinem Arbeitsplatz ist wirklich unter aller Sau. Nein, spring runter! Oh nein, nicht dahin springen! Ich würde auch anrufen und fragen, warum ich Geld habe, was ich eigentlich nicht haben sollte. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe schon mal eine Comicbestellung geschrieben. Sie haben mir geschrieben, dass ich den Comic nicht bekommen habe. Ich habe den aber bekommen. Was ist denn das Problem? Was ist denn jetzt das Problem? Warum soll ich den Comic nicht bezahlen? Das ist noch ein bisschen. Okay, reden wir hier über einen vierstelligen Betrag. Okay, dieses Jank-Spiel jankt gerade voll rum. Okay. Was machst du denn? Ich mag sie nicht. Wie heißt sie? Von hier aus sollte sie ja hinspringen, aber sie springt nicht hin. Jetzt springt sie. Jetzt, wo ich quasi nur noch mal gucken wollte, ob sie. Das ist nicht gut. Vierstellige Beträge sollte man nicht verlieren. Da ist der Arbeitgeber immer ein bisschen enttäuscht drüber. Beste Freundin von Isolde. Isolde Bart. Meine Woche bisher ist. Die verlangt mir mehr ab, als es eigentlich sein sollte. Ey, du blöd. Ah! Bin ich jetzt. Mach ich. Was mache ich falsch? Ich gucke da hin. Das ist die Idee. Und dann soll ich da nur noch hochklettern, darüber klettern, das Ding machen. Das ist doch jetzt die Idee, oder? Warum funktioniert es jetzt einfach? Warum funktioniert es denn jetzt einfach? Ja. Nee, Woche ist irgendwie anstrengend für den Kopf so gefühlt. Und anstrengend für den Kopf ist immer nicht so richtig gut. Okay. Okay. War ein Versuch wert. Nein, warum? Ja, mein Kopf ist dolle Matsche. Ich glaube, das merkt man auch. Gottes Willen. Es kann doch nicht sein, dass das hier alles ist, was ich heute zustande bringe. Nein! 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 Oh, um Gottes Willen, dann mach ich halt so, wie ihr es haben wollt, ihr blöden Spinner, ey. Alles, was ich wollte, war eigentlich nur Abschluss. Aber selbst das ist mir nicht erlaubt. Aha. Und wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass ich mir gerne ein Streaming-PC zulegen würde. Wie soll ich das denn schaffen?
Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich das denn schaffen? Oh, dieses Spiel, ey. Die heute machen sich kaputt. Gestern gab es irgendwie Update Version 1.2. Jetzt gibt es irgendwann demnächst auch ein Osterfest. Ich hasse mein Leben. Ich glaube auch, dass ich oben lang muss. Weil unten funktioniert nicht. Warum funktioniert das jetzt zweimal hintereinander? Nee, ich komme gar nicht hier oben, komme ich gar nicht hin. Ich hab's falsch rum gemacht. Oh. ich würde an der Stelle sagen, herzliches alter Pickel. Ist definitiv angebracht. Wir haben es in der falschen Reihenfolge gemacht. Ich habe aber auch keine Ahnung gehabt, dass es eine richtige Reihenfolge gibt. Und dann passieren solche Sachen. Und dann bleibt sie auch einfach. Ja, man kann es falsch rum machen. Und ich habe es falsch rum gemacht. Den wir zuerst gemacht haben, das ist der, den man zu zweit macht. Den ich als zweites gemacht habe, ist der, den man. Also das Ding ist, ich glaube, das ist jetzt hinzukriegen, so. Alles nicht so wild. Aber es ist halt ein bisschen frustrierend. Naja. Weil sie es können. Die Idee war, glaube ich, wir können das so machen, dann lass uns das so machen. Also wir müssen jetzt den so schicken. Können wir das überhaupt? Oh nee, sag. Nee, ich hab das Rätsel fehl verstanden. Glaube ich. Hoffe ich. Oh, ich hab kein Biss mehr. Ah ja, gut. Ich bin auch ein bisschen davon entfernt, das jetzt gut zu finden. Weil ich jetzt falsch rum angefangen habe und dann mache ich nicht mehr richtig zu Ende. Gut, Kinder. Sag mal einer, was jetzt machen soll. Wir haben noch einen Synchro-Punkt da oben. Wahrscheinlich auf der Seite noch welche. Hier unten sind noch 2, 3, 4. Dann machen wir hier noch mal ein paar Synchro-Punkte und gucken uns das Leben an, wie es sein könnte. Lisa May, wie findet ihr meine liebreizende Stimme heute? Das ist das neue Headset. Aber heute ist irgendwie Tag der Jank-Steuerung, ey. Das ist. Ach ja. Hat mir Lena eigentlich jetzt nochmal was gesagt zu mir, dass sie was zum Geburtstag haben möchte? Und wenn ja, kannst du mir mal den Link zu der Schmetterlings-Barbie schicken? Oh. Es kann auch sein, dass das nicht so jank ist, aber ich bin zu sehr Matsch im Kopf, um jetzt nicht daran zu scheitern. Mein neues Bluetooth
ohne linke Headset. Dass, wenn kein Ton kommt und das Mikro angestellt ist, sich spontan entscheidet, ein bisschen zu brummen, aber nur so, dass man das Gefühl hat, dass man Wahnsinn. Für den Freitagsstream habe ich tatsächlich, glaube ich, vermute ich, eine Szenarie. Okay. Hier gibt es also auch Feinde. Sehr gut. Weil es jetzt nämlich, ich weiß immer noch nicht, ob es schon draußen ist oder nicht, aber es gibt auf jeden Fall einen 60 Frames Update für. Klingt ja, als ob er pervers wäre. Letter to Nephew Part 1. Let I drop a key somewhere in the one of the chests we borrowed. Let me know if you find it. Want to get me a bottle. Okay. Okay. Ich weiß nicht, hier ist irgendjemand, der definitiv ein sexy Time mit sich selber hat, so gefühlt. Ich glaube, das sind die beiden Perversen hier. Ach ja. Das ist schon auch ein bisschen unangenehm gewesen. Ach ja. Es fühlt sich halt alles ein bisschen jank an. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß nicht wieso, aber. Ich hatte schon mal mehr Sicherheit im Steuern von Computerspielen. Aber dafür. Wie war jetzt das hier? Ja. Und morgen ist schon Donnerstag. Ich weiß nicht, wo die Woche hin ist. Und ich fühle mich trotzdem, als hätte ich nichts geschafft bisher. Was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich. Nein! Quasi fast exklusiv PowerPoint-Präsentationen bearbeitet habe, die nicht ganz zwingend hätten bearbeitet werden. Oh. Bearbeitet werden müssen. Wobei ich da auch nicht besonders gut drin bin. Aber ich will mich auch nicht über die Arbeit beschweren, also. Gibt Schlimmeres. Eivor hat wieder angefangen mit ihren Rechereiz. Handelsdepot. Ist da irgendwie ein Einstieg, den man nehmen kann, um die Leute alle tot zu machen? Oh yeah. Okay, das war gut. Das fühlte sich gerade alles sehr, sehr richtig an.
Okay. Was haben wir sonst noch? Schatz unter uns? Ja, da hinten. Hm. Sehr gut. Hab ich das im Stream schon gesagt? Ich habe letztens hab ich was gelesen, da hat ein Spielentwickler gesagt, also nicht nur ein Spielentwickler, sondern auch ein bisschen, also jetzt nicht eine Serie, aber krass, hätte ich fast vergessen hier alles. Interviews mit mehreren Spielentwicklern und die haben alle gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist Türen entwickeln. Spinning Death Player. Okay, das klingt gut. Hey, Kitty Kitty. Okay. Copper Gate Market. Okay. Türen sind schwer zu programmieren. Die Entwickler von unter anderem Last of Us 2, Naughty Dog, hatte da. Habe ich die jetzt gefangen? Ich habe sie nicht gefangen. Die meinten, dass sie vermeiden, Türen zu programmieren. Aber bei Last of Us hat man tatsächlich ein bisschen den Eindruck, dass sie durchaus auch Tendenz haben, sich das Leben einfacher zu machen. Wenn sie anguckt, dass jeder zweite Aufgang in einem Gebäude dadurch blockiert ist, dass da irgendwelches Gerümpel vorsteht. Es ist schwer zu implementieren, weil es unterschiedliche Zustände hat und du das dafür sicher Sorge tragen musst, dass diese Zustände halt auch vernünftig implementiert sind und solche Sachen. Also ich verstehe durchaus, dass das nicht unbedingt das Einfachste ist. Man fand irgendwie das Argument auch compelling, wie der Weißwissen sagt. Über sowas kann das Pferd wieder rüberspringen, aber wenn es 10 Zentimeter aufspringen soll, dann geht's kaputt. Was ist denn Armer? Das hat mir jetzt gerade gar nichts. Wie hieß denn das? Wir gab schon so eine Army-Schieß-Simulation. Meinst du die? Nee, es hat keine Empfehlung. Es hat den schönsten Sattel, den es gibt im Spiel. Es war ein sehr teures Pferd. Irgendwo ist hier eine Anomalie, da gehe ich aber erstmal noch nicht wieder hin. Ja. Wahrscheinlich ist es bis Freitag das letzte Mal, dass ich heute zocke. Also wahrscheinlich morgen ist jetzt so kommen zu zocken. Ist alles sehr, sehr traurig, dass das morgen so lange dauert auf Arbeit. Geh jetzt vielleicht nicht in den Wald rein. Weiß ich. Also ich bin jetzt nicht per se unzufrieden mit der Arbeit so. Aber es gibt halt so Sachen wie der Termin morgen, da kommt für meinen Anteil, den ich erarbeiten muss, absolut nichts bei rum.
verbrannten Tower. Okay. Has ever witnessed. I am a root that... Okay, speichern wir mal. Legen wir uns mal mit dem Dude an. Bestimmt gut werden. Wir sind bei. Warte. Wir sind bei einem guten 287. Greetings. Is this battlefield yours? This is the gutter of an unchained Drenger. A lost Drenger. That is what I am. Er ist ein bisschen durchgepeitscht. I should not be allowed to suck our clean air. A Drenger kills honorably, with glory and pride. Were these men not innocent? Many of them were. Many were not. Their blood is now mingled and it stinks of the iron of my blades. What an end! Beloved Ragnar Lothbrok. He always kept me in check. He steadied the ship of my Hugr. Without him, I have lost my bearings. I scare myself. Not a shred of decency remains. The dragon I was. Der Typ ist lost him. Fertig. Would you end this suffering? On me. You live with a great pain, one that cannot be eased by a Vergilt, nor a reckoning. Yes, you know my pain, and you look as though you could end it. Do this then, a final kindness for an unworthy wretch. Lothbrok, I will fight you and help you find what Ragnar gave you. Loki's children, take me one and all. Okay. Take your last breath. Okay. You're welcome. Ich wollte gerade eigentlich was anderes machen. Ja, das war ein Nutzer. Die hat gut getan. Be the only good I have done since my master's death. Odin welcomes all kinds, so long as they war louder and drink faster than the last man. Ringo defeated. Und zwei neue Skillpoints. Cool. Way of the Wolf haben wir schon fast eine Menge fertig. Sieht echt gut aus. Hier so im südlichen Bereich. Aber wenn wir so weitermachen, dann. Raven. Sind wir bestimmt in ein paar Wochen soweit, die letzte der Hexenschwestern zu erledigen. Ich hab Bock drauf.
Ah, ich hätte mal. Ich wusste nicht, dass da noch andere Leute folgen. Das ist ja. Ja. Die Feuer von Rohan! Nee, die Feuer von Gondor. Keine Ahnung. Bin da ein bisschen weiter entfernt von dem Ganzen. Ist hier noch irgendwas Sexyes? Hier oben ist echt nicht viel los, ja. Diese eine Gegend hier war quasi tot. Okay, gut. Dann. Lisa, rechts oder links? Sag mal, mach mal einen schnellen Spruch, wenn wir da sind. Müssen wir uns entscheiden. Ja. Ich hätte jetzt gerne meine Klampe rausgeholt, aber ich habe zwar getan, aber kein Handgelenk dafür. Sankt Hadrians Priorei. Haben wir hier irgendwas auf dem Weg? Ja, okay. Gehen wir mal in die Richtung, gucken mal, was das ist. Vielleicht ist das auch ein Dränger. Machen wir heute alle Dränger kaputt. Okay, gut. Dann. Machen wir den als erstes. Put you on Falcon and the Winter Soldier? It's easy now. 25. Right. Then 26. They come and go and take my wits with them. What troubles you, old man? Please, I beg you. How many are there? I must know. How many what? The stones. Every time I count them, the answer is different. First 20, then 21. The fair folk made a madman of me. Rock cannot appear and disappear. I shall count them. Run round and round. Pick up your skirts. Don't drag your robes through the dirt. Is he somewhat special? Okay, zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, oder? Your stone sentries. I have counted them. And? How many lords and ladies come to dance a jig? There are 21. I am as sure as I can be. See? Never the same. Never the same. Please, count them again. You must. To save my wits. Okay, gehen wir nochmal von hier vorne. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1. Ach, keine Ahnung. I cannot get the same number twice. Never the same. Never the same. Cobweb cloaks and magpie hats. Ricky Gervais. Now there are 26. How can this be? See? Never the same. Never the same. Please, count them again. You must. To save my wits. This is madness. They change each time. Don't close your eyes, or they'll steal the glinting flint. Scrabble it away. Können wir ihn toten töten? I cannot understand it, but now there are 27. Ha! They have bewitched you too. Twirl and spin and dance and grin. Powhack, it comes to bite your shin. Who came crawling from the moor like a fat black rabbit without any legs? I see you, glisten little imp. 27, 21, 23, 24, 22, 22, 22. Was ist denn heute los? I don't know how to help you. It seems as if the stones appear and disappear at will. You should not stay here. Leave. Leave before they claim you. To scream your toy with me. Casting his magics in England. Ich weiß nicht, was mit ihm hier ist. Was it here before? Where is my mad friend? Damn, this cursed Alter, ich will... Was ist denn hier? Warum?
Das fühlt sich alles nicht richtig an. Ich hab schon so eine leicht dissoziative Episode gerade. Einfach weil ich so ein Matschkopf bin. Und dann kommt dann so ein Scheiß dazu mit. Zähl die Sachen, aber die ändern sich. Das war. Also ich hab da vorneweg richtig gefickt. War 21 und dann war es nicht mehr 21. Ja. Nee, das ist. Heute nehmen wir auch keine Drogen mehr. Wir reiten einfach nur mit dem Pferd, machen noch ein paar Synchro-Punkte und dann machen wir irgendwann Feierabend. Und dann freuen wir uns auf, dass die Woche irgendwann auch zu Ende geht. Okay, wir sind im Wild. Oder Wald. Oder Welt. Habt ihr noch Pläne für die restliche Woche? Ich werde tatsächlich morgen mal nicht direkt um 6 aufstehen. Sondern eher so um 7, weil ich damit rechne, dass ich tendenziell so bis 5:30 im Büro sein werde. Und das dann auch für mich ein bisschen viel wäre. Wenn ich dann. Gleich losfahren würde. Wir haben auch noch gar nicht drüber geredet, dass wir bald einen neuen Bundestrainer brauchen. Und wenn ihr da so in der Präferenz habt. Tierhuf. Heißt das Huf oder Huf? Vögel, die hier immer einfach so an der Wand lang fliegen oder an Felsen oder sowas, sind echt ein bisschen doof. Okay. Kurz gedacht, ich kann hier einfach so ein bisschen drumherum hochgehen, aber muss ja tatsächlich klettern. Okay. Alles klar, bis gleich. Das ist faszinierend, dass da steht, dass ich das completed habe. Was soll ich sonst damit machen? Gehen wir mal in die Richtung und in die Richtung. Wenn das eine Anomalie ist, dann gehe ich da nicht hin. Gar von meinem Partner! Okay. Sind hier wieder Schüssel am Start? Warum laufe ich da rein?
Hier bin ich doch nie wieder raus. Okay. Hier. Du siehst am vernünftigsten aus zum Weitergehen. Ist aber tief gedroppt, die gute. Sie bewegt sich nicht. Vielleicht hat es, vielleicht war das das Update von gestern, dass manchmal diese. Ja, jetzt funktioniert's. Keine Ahnung. Miss Keisha! Miss Keisha! Ach ja. Ich vermisse es ein bisschen. Ich habe schon lange keine Wein-Compilations mehr gesehen. Macht ihr das auch? Guckt ihr euch alte Vines an? Okay, was ist da unten drin? Ich folge mal meinem. Mal. Hier geht's nur hoch. Da geht's runter. Hier sind wir lang gekommen. Da bin ich nicht lang gegangen. Hier bin ich raus, da bin ich hoch. Da steht er drüber. Sehr gut. Was ist Pro-ZD? Pro-ZD? Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich quasi exklusiv nichts anderes geguckt, außer Wein-Compilations. Frische Wacke, du! Look at all those chickens! Ah, okay, das ist so ein spezieller Content-Kreator. Na gut, dann gibt's auch keine andere Wahl mehr. Jetzt gehen wir da runter. And they've left me a challenge. The Cauldron of Drnsk, the Giant. To claim the Giant's vessel, you must be as brave as he. Plunge like salmon where iron thrives and hold that which gives life. Okay, keine Ahnung. Okay, haben wir Opal mitgenommen. Okay, da kommen wir nicht raus. Ja. Das ist die Vermutung, dass wir das verkaufen müssen. Ich habe die Vermutung, dass ich hier saufen werde.
Ich werde langsam ein bisschen klaustrophobisch. Deswegen sage ich noch. Ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr als 12 Sekunden, aber ja, in die Richtung hätte ich gerade auch gedacht. Warum können wir, warum ist das davor? Sonst ist hier gar nichts. Boah. Nicht mal ein bisschen Silber. Okay. Okay, dann nehmen wir noch so eine, so ein Wodka-Gefäß, haben wir am Montag gelernt. Ist das? Und dann Jacke würde das mal schön in die Wand wandern. Ah, okay. Gut. Bringt jetzt nicht ganz so viel, aber immerhin ein bisschen was. Gucken wir mal hier runter. Da lang. Ich würde mir bei der Vorstellung darüber zu trauschen tatsächlich ein bisschen in die Hose machen, aber das ist auch nur mein Empfinden. Dass das nicht normal ist. Wo gehe ich hin? Ich habe das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Bin ich gerade wirklich im Kreis gelaufen? Oh nee. Um Gottes Willen, ey. Ich habe keine Ahnung, was ein Schritttag ist. Das ist so Mittwoch Richtung Montag eher. Vom Gefühl. Ein bisschen schade, dass sie mein Gesicht nicht sehen. Okay, ich gehe einfach weiter. In der Hoffnung, dass das Leben wieder besser wird. The bees bother you, boy. Maybe do not stand so close to their hive. But I need honey. Just a little. It's for my friend. It's all she likes to eat. Hat sie, hat er... Tried poking it with a stick, but it riots them up something chronic. My friend loves honey. She has a very sweet tooth. Okay. I only want to scrabble a little. They have plenty to share. She's so gentle. You got the honey? Oh, thank you. Oh.
that looks delicious. Leave it on that rock and she'll be right along. Auf welchen? Okay. Du bist eine böse Hexe? Ja, außer ich hätte leider nicht funktioniert. Hätte ich mal machen müssen. Ja, ich würde jetzt noch den letzten. Also, ich mach das jetzt noch. Mach noch. Und mach dann noch den letzten Synchro-Punkt. Dann bin ich schon. Ich glaube, ich auch durch. She's my best friend. The other children tease me. Sometimes they throw stones to shoo me away and call me the grubby watcher in the woods. Winifred saved my life. I was curled up on the grass praying that God would take me too. And she scared the wolves away. Wir sind alle ein bisschen durch, ja. Also für mich wird's... Oh. I got you honey. Ja, wer hätte das gedacht, dass da der Bär rauskommt. Winifred, my bestest of bears. Any day spent with you is my favorite day. So today is my new favorite day. This kind stranger got you some honey. What do we say? Thank you. All that honey must have given you quite a thirst. Are you really all right out here on your own, little one? Silly. I'm not alone with the very best of bears by my side. Goodbye, and thank you. Come on, Winifred. Shall we walk to the lake? Maybe we can splash in the reeds. A strange fellowship. But then friendship can often be found in unexpected places. Weiß ich nicht, ob ich das als Freundschaft bezeichnen würde. Ach so, ja, siehst du, ich habe das gar nicht mitgeschnitten, dass es Winnie der Bär ist. Ach ja. Noch eine Katze dazu? Das ist ja interessant. So eine Konstruktion hatten wir seit dem ersten Engländer oder England Synchro-Punkt nicht mehr gehabt. Aber hey, ich nehm's. Da ist noch Pfahl drin. Den holen wir uns gleich nochmal. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Noch eine Laufe mitgenommen. Okay, das war definitiv zu langsam. Ja, das war hübsch. Cool. Canterbury! Hat nie daran gedacht, dass Canterbury Kent liegen könnte. Aber das ergibt alles irgendwie Sinn. Hoffe ich. Einigermaßen. Alles klar. Cool. Ist das jemand, den wir schon mal hatten? Wissen wir, wer das ist?
Wir haben noch einen offen. Oh, das ist eine neue Figur. Da würde ich vielleicht tatsächlich noch mal kurz hinschmödern, damit wir da zumindest den Eintrag im... den Kodex noch bekommen. Ja, beziehungsweise in dem Ordensrubel. Ich finde es gut, dass man immer auch sehen kann, wann die vernünftigen Texturen reinploppen. Okay, wer bist du? Ach, warum machen wir den nicht noch? Den machen wir noch, oder, Kinder? Und dann machen wir wirklich Feierabend. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen übermütig. Okay. Das war knapper, als ich gedacht habe. Ja, manchmal kann man nicht vermeiden, dass man auch mal ein Pferd anditscht. No more winters for you. Better to die than face my lords. I hope my Magister Magnus forgives me. For so long, I looked to him for guidance, for order. If your honor is slow, a true lord cannot forgive you. They cannot. Now I will turn my gaze to Warden, Tiwar, and Shunor. I will continue to turn until I find some forgiveness. You will spin and drill yourself to an endless bottom. Alles klar, viel Spaß mit Telefonieren und ja, tatsächlich bis bald dann. Cool, wir haben ein mysteriöses Tablet gefunden. Sehr nice, sehr nice. So, was ich eigentlich machen wollte ist, nochmal nach Hause kötern. Und dann da den Spieleabend beenden. So langsam. Wird ja auch Zeit. Muss noch Ammo essen. Ach ja. Wir hatten ja so ein bisschen angedeutet gehabt, dass ich eventuell irgendwann demnächst mal Demon's Souls
zwischenschieben würde. Vielleicht eher so in Richtung spontan. Ich weiß noch nicht genau, wann und wie da eine gute Option ist. Aber ich dachte mir, ich kündige das zumindest schon mal an. Okay. Thors Breaches sind ausgerüstet voll. Thor. Ich glaube, dann ziehen wir mal den Bogen hoch. May I see your stores? Achso, ja, was man jetzt auch machen kann, ist, man kann die Change Appearance, ja. Man kann die. You have a keen eye for quality. Ah, look at how powerful. Benutzen wir seit einiger Zeit. Glaube ich auch gut, dass wir den jetzt nochmal. Oh, der sieht richtig schmuck aus. Der sieht tatsächlich aus, als ob das synthetisches. Synthetische Klamotten wären. Was können wir daraus machen? Ah, okay, wir können die Sachen einfacher aussehen lassen. Oder wie andere Sachen. Ehrlicherweise würde ich gerne machen, dass das hier so aussieht. Done for now. Jo, sieht erstmal gut aus. I must take my leave. So long. Be well, my friend. Ja. Ich habe gestern einen Macaroni mit Tomatensauce gemacht. Das war. Ey! Das haben wir uns schon mal angeguckt. Den haben wir gemacht. Upgrade. Soll ich jetzt gerne nochmal gucken? 25 haben wir, das können wir cool hochziehen. Dann sieht der Bogen auch nochmal ein bisschen schmucker aus. Yeah, Kopfschussbonus. Das sieht richtig gut aus. Und jetzt sind wir nämlich unsere Klamotten hier links und rechts auch volles Brett hochgezüchtet. Dann können wir nochmal kurz in den Shop gehen. Dann haben wir halt einfach. Also, ich finde es cool, wenn beide Äxte gleich aussehen. Das befriedigt mein Bedürfnis nach Symmetrie. So leicht. So tendenziell. What have you got for me today? I'm practically giving it away. There is always more where that came from. Ich weiß es zu schätzen, dass du die Sachen. You are my second best customer. Okay, wer ist der Beste? Oder die? Can pull that off. Then shopping. I have to go. I have to go. See you soon. Don't be a stranger. Ich habe die Vermutung, dass wir das jetzt noch nicht weiter upgraden können, weil uns noch 11 Titanen fehlen. Aber wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Wir haben heute nicht so viele Erfahrungspunkte gemacht. Das wird wieder besser. Ich hoffe, am Montag bin ich ein bisschen besser drauf bei Assassin's Creed. Weil Schwoller. Weiß nicht, ob ich zwischenzeitlich nochmal dazu komme, ein bisschen zu zocken. Wie gesagt, Demon's Souls ist zum Augenblick tatsächlich auch ein bisschen was mich hart interessiert. Da würde ich gerne weitermachen und den zweiten Dämonen besiegen. Aber bis es soweit ist, kann es vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen. Wohin nicht so viel Zeit vergehen wird, ist definitiv bis zum Freitag, wenn wir dann hoffentlich mal wieder das Online-Spiel, nein, nicht nur hoffentlich, das werden wir auf jeden Fall machen. Auch wieder um 19 Uhr geht es extrem steil mit uns und das Online, in der Hoffnung, dass wir da gut zu Rande kommen. Ja, und ansonsten Montag, Mittwoch nächste Woche dann nochmal weiter Assassin's Creed Valhalla. Wir müssen ja auch ein bisschen weiterkommen hier mit dem Spaß. Und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall noch ein entspanntes Wöchlein. Ich hoffe, ihr kommt gut durch weiter. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern von irgendwem oder irgendwas. Und vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zuschauen und auch für die Beteiligung im Chat. Vergesst nicht, ich mach's noch mal an. Ihr habt noch ein bisschen über 40 Stunden für Kickstarter. Und dann könnt ihr
Könnt ihr da nochmal gucken, wenn ihr Bock drauf habt. Ich hoffe, da sind jetzt vielleicht schon die 300 Leute Beteiligten dabei. Ansonsten läuft das noch bis, ich glaube bis Freitagnachmittag. Wenn es noch über 40 Stunden sind. Ja, 300 Unterstützer sind es geworden. Bis jetzt 8.225 US-Dollar. Yay. Und wir sind auch hart dabei. Wir haben uns da ordentlich dran beteiligt. Alles klar. Bye bye, ciao, tschüss. Auf Wiedersehen. Ich will es jetzt auch nicht zu in die Länge ziehen. So, nicht?